Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Na, was geht? Wir wieder dabei bei einer Runde Palworld. Mit zusammen meiner lieben, lieben Freundin. Hallo. Hallo. So, mehr Spieler. Es geht wieder los. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Schönen Rüstung. Hm. Ein Pal ist hungrig. Wo ist der ja, Pal hungrig? Ja, ich wollte gerade sagen, die schlafen hier irgendwie alle. Ja. Was sieht entsetzlich süß aus. Komm mal her und guck es dir an. Ich weiß. Oh, jetzt habe ich sie aufgeregt. Hm. Ich glaube, die gehen jetzt schlafen, oder? Oder stehen jetzt auf? Die gehen jetzt arbeiten. Das ist Let's go! Let's go. Okay. Ich glaube, also. Ich hatte ja die Idee, ne? Ihr müsst wissen, ich habe mit meiner Freundin geredet. Ich würde gerne bei der Kirche ein neues Lager aufmachen und dort die Pals das Erz abbauen lassen. So, jetzt kannst du dir die Karte angucken. Wo willst du sonst das Lager haben? Ich hab noch einen Dungeon markiert übrigens auch. Also ich gehe davon aus, dass jetzt eher so am oberen Rand der Karte... Nordwesten, dass wir da auf jeden Fall noch Schnellreisepunkte bekommen werden, ein bisschen weiter draußen. Ja, wir werden sowieso noch überall Schnellreisepunkte bekommen. Ich glaube, überall, wo du einsteigen kannst, kriegst du sowieso auch Schnellreisepunkte. Und das sind all diese Punkte, wo die Karte schon so ein bisschen offen ist. Ne? Links also unten auf dieser Halbinsel... Finde ich ist jetzt wenig, aber ich weiß nicht, ob es sich da lohnt. Bezweifle ich. Ja, glaube ich auch nicht. Besonders weil hier in dem Gebiet ja alles Anfangspals, sage ich jetzt mal, sind und nicht so wirklich. Ja, ne? Krasse Pals. Ich hätte gesagt, bei der Kirche ein neues Lager. Und dann. Die Pals einfach ganz viel Eisen farmen lassen. Ich glaube, das ist das Smarteste. Passt. Okay. Wir haben nämlich bei der Lagerverbesserung, wir können nämlich noch ein Lager mehr bauen. Dann würde ich das nämlich in Angriff nehmen. Dann... bauen. Was brauche ich dafür? Ja, da muss ich mal kurz hier... Please don't advertise yourself in my stream. That would be appreciated. Because I'm not interested in yoga videos. And I'm certainly not interested in 80 plus MD and I stuff. I don't know what it is. Sorry. Yeah. Oh, ist es?
Kannst du was mit der Nachricht machen, die irgendwie blocken oder so? Weil ich kann irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, aber ich kann nichts mit der Nachricht machen. Ich habe übrigens jetzt Blumenbeete freigeschaltet. Nice. Und die Palbetten. Nice. Und das Spiegelset, falls es dich interessiert. Aber ich guck, dass ich jetzt... Wie viele Palstrohbetten brauchen wir denn jetzt noch in der Fancy-Variante? Waren das nur eins oder zwei? Ah, okay. So funktioniert das. Ich habe es jetzt selber getan. Okay, danke. Oh Gott. So. Warte, nochmal, was war? Ich war totally abgelenkt davon, dass ich das irgendwie gelöscht bekomme. Ich will sowas nicht in meinem Chat. I'm sorry, aber das finde ich halt wirklich, das finde ich auch frech. Finde ich auch sehr frech. Ich meine, schön und gut, dass man das hat, aber sowas ist shady. Leider. Sehr, sogar. Sehr shady. I'm sorry. Aber ist halt basically so. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, wie viel ich für so eine Box. Okay, ich könnte eine Palbox bauen. Nur ist jetzt die Frage, ob ich die auch bauen kann, wenn ich jetzt irgendwo anders da hingehe, weil ich glaube, ich habe das Zeug nicht dabei. Die Palladium habe ich dabei. Maybe. Maybe noch ein bisschen Holz. Eins nehmen. Oh no. Nur so kommt seine Arbeit nicht mehr. Ich nehme mal 21 jetzt. Nehme mal ein paar Steine mit. Auch nochmal 21 davon. Okay. Perfekt. Dann schnell reise ich jetzt mal dahin. Guck mal, ob ich da so ein Ding aufmachen kann. Vor allen Dingen strategisch gut platziert. Was meinst du? Ja, halt in dem Radius. In der Nähe von dem Erz. Dass man da vielleicht schon direkt eine Stelle findet, wo schon was ist. Sind Cookies. Ja. Ziemlich nicht bemerken. Nice. Sehr schön. Ja, ich platziere das jetzt genau, vielleicht genau sogar in die Mitte davon. Oh ja, okay, in die Mitte kann ich es nicht so richtig bauen, weil... Die Bäume auch abbauen? Ja, wahrscheinlich, oder? Vielleicht ein bisschen weiter von dem... Abgrund weg. Wait. Das einzige. Ja, warte, ich habe gerade ein Problem. Ich muss nochmal zurück. Ich muss muss leider mein Daydream ablegen. Mein Daydream rennt die ganze Zeit dort rein. Einfach. Ah ne, du kannst halt ja dann die hier gucken. Mein Daydream. In dem Fall nicht. Was wird in dem Fall nichts bringen? E. Nee, also, weil ich das Halsband habe, was den die ganze Zeit draußen sein lässt. Oh, hier zu viel gegessen, ey. Holy shit. Immer noch ein bisschen Schluck auf. Ich nehme schon mal den da mit. Der da kann ich bauen, aber den da will ich eigentlich im Team haben. So, nee, ich brauche ja eigentlich.
Kann ich mir denn ins den hier, ne? Jetzt Level 20. Level 20. Okay. Wieder zurück. Oh, die Gegend hier ist ja auch schön. Mit Blick auf diesen Turm. Oh, hier ist es schön. Ja, genau. Ich kann es nicht in diesem Bereich bauen, weil zu nah an dem zu nah an dem Boss oder an dem Bauwerk. Okay, aber ich kann es hier. Eigentlich gilt die verlassene Kirche als. Ja. Aber ich kann es hier hinstellen. Da war es zu steil. Ich stell's mal hier hin. Warte mal. Nee, Stunde. Wir drehen es so rum. Gucken, ob ich es auch irgendwie so rum hinbekomme. Ich glaube nämlich nach hinten ist es größer. Ich bin nicht sicher. Okay. Manche 10 Sekunden dauert es. Ist ja noch relativ kurz. Aber ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie viele Lager wir insgesamt bauen dürfen. Jetzt ist natürlich die Frage, die brauchen Essen, ne? Oder? So, ich würde mindestens 3 Foxparks, dass wir 3 Dinge haben und dann noch einmal einen. Noch einmal was abbauen kann. Ashwar kann abbauen. Scheiße. Und der kann mit. Ist halt im Transportieren echt gut. Ah, warte, nee, wir brauchen wahrscheinlich auch noch einen, der transportieren kann. Der kann hier nicht transportieren, den nehme ich mal raus. Dann kommt hier so eine Kiste hin. Aber so. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ne, okay, also die teilen sich auf jeden Fall nicht. Bei mir sind die 2 Marmorests am zweiten. Mit was? Gegeneinander. Warte mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, Ne, das ist der falsche. Weg damit. Ja, irgendwie das Gefühl, die können. Nein, die können keine Erze abbauen. Wie, die können keine Erze abbauen. Was? Dann ist das ja alles zunichte, was ich hier gerade tue. Ein weiblicher und ein männlicher Marmorest. Beiden gerade übelst. Bergbau. Kann sich nur um einen Ehestreit handeln. Müssen die Bergbau 2 haben oder was? Müssen die Bergbau 2 haben? Ich glaube, ich den Rushhorn mitnehmen und das da hinsetzen, ne? Es kann nicht von diesem Pal abgebaut werden. Okay, dann habe ich nie was behauptet. Übrigens hauen die auch schon seit 500 Jahren auf diesen Baum drauf, aber da passiert nichts. Okay, schade. Ja, gut, okay. Ja. Hat nicht funktioniert. Ich glaube mal, ich gehe schwer davon aus, dann brauchen wir irgendwie Pals, die das abbauen können.
schade. So, wo halten wir gerade zwei Marmores? Wo bist du? Nee, das ist gut, Ben. Mit den Wilderern haben die gefightet, oder was? Nein, gegeneinander. Ach so. So, also von mir aus würde ich jetzt mal den Turret vielleicht probieren sogar. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, wie wir an Palöl rankommen. Hier hin. Und ich würde jetzt einfach mal den Turm ausprobieren. Wohin? Was, wie, wo? Ich nehme dafür mit mein Daydream wieder. Endlich könnte ich ganz viele Daydreams mitnehmen wahrscheinlich. Die Frage, ob das was hilft. Auch noch ein Level 18 Daydream. Das mal auf Level 19, Level 18, das sollte passen. Das hat Hunger. Wohin? Für die, ja, oder was? Dum, 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 dum. Ist das denn falsche Richtung? Willst du schon weitergehen oder was? Blick auf den Turm. Ist das der Turm? Ah ja. Nee. Hä? Ich finde das. Ah, da bist du. Oder soll ich dir da hochkommen? Nee, nee, alles okay. Auch noch schon. Das ist der Turm. Hm. Ja, das ist ganz viel Palium. Palium. Bleib mal stehen. Was denn? Mach so ein Tor. Mhm. Warte, ich muss mich so platzieren müssen. Warte. What? Wollen Sie ein gutes Bild, oder wie? Es ist cool, wie das Daydream hier einfach so... Dreh mal ein Stück, dass der Turm in der Mitte ist. So. Daydream einfach voll im Vollen. Nice. Ah, sehr schön. Ja. So, jetzt was. Ich finde das Wasser hier drunter ist auch so schön glasklar. Deutsches Wasser kann fast nirgendwo. Hier würde ich baden gehen. Sieht gut aus. Glasklares, meine lieben Wasser. Ja. Also die Welt sieht schon wirklich cool aus. Ich würde einmal bevor Turm würde ich noch einmal hier gucken gehen, ob da wieder ein paar Wilderer sind und ob wir vielleicht noch mal ein paar befreien können. Das resettet. Wir sind auf jeden Fall Wilderer. Aber da ist wieder ein Pal. Nice. Wahrscheinlich resettet das. Aber ich nehme an, die Pals, die man da drin finden kann, sind wahrscheinlich random. Kann gut sein, ja. Kann gut sein, dass die random sind. Mal hier noch diese ganz Paldi-Stücke mit. Auf mit dir! Liebes Sparkit! What the? Ich finde das immer so weird, dass man einfach Damage bekommt, wenn man das befreit hat. Oder ist das, weil ich Level up bekommen habe jetzt? Komische Sache, dat. So. Gewicht. Let's go.
Nice. Meine Baseballschläge. So, ich habe 19 Pfeile. Ich würde, glaube ich, noch einmal meine Armbrust reparieren gehen für den Fall der Fälle. Ansonsten habe ich auch noch Gigasphären dabei. Sieht alles noch relativ gut aus. Also, maybe. Just maybe. Kriege ich den Turm gemacht. Bin ich mal gespannt. Ich war ja beim ersten Mal nicht in dem Turm. Ich war nicht in dem Turm vorhanden. Mal reparieren. Repair, repair. Oh, das sind noch ganz viele Metallwaren fertig. So, reparieren. Die auch mal gerade reparieren. Ich glaube, mehr brauchen wir auch mit. So, rechtlichen kommen noch hier rein. Das da brauche ich auch nicht mehr. Das da auch mit. Dann das so noch da rein. Die waren auch hier drin. Okay. Oh, hier liegen noch ganz viele Palsphären. Das aufsammeln. Ich könnte auch ein paar normale Palsphären machen, wahrscheinlich. Ja. So. Man kann wieder verbessern, oder? Sind die Flauschebetten jetzt eigentlich besser? Was machen die? Machen die Flauschebetten? Die sehen schön aus. Ah, noch besser regenerieren. Okay, die sind noch erholsamer. Dann arbeiten die halt länger. Also nicht arbeiten, dann haben die kürzere Schlafphasen wahrscheinlich. Die sind ich hatte so oben schon drei gebaut. Muss mal gucken, ob die fertig sind. Ja. Ich verbessere einmal unsere Palbox. Lager ist verbessert. Jetzt müssen wir eine Palsphären-Fließbandwerk bauen und einen Generator bauen. Okay. Okay. Was holen wir denn mal raus hier? Nehmen wir nochmal so ein Pengulett raus. Weiß, ist nicht so dein Favorite, wenn zum draußen arbeiten, der Pal, aber muss halt aber. Muss halt. Wenn er arbeitet, finde ich super, so ein bisschen, wenn er nur rumbackt und auf Dächern rumsteht. Das wird der schon nicht. So, jetzt kann man hier noch ein bisschen erhöhen. Oh, jetzt brauchen wir hier schon von den mittleren Seelen dort. Okay. Verbraucht man nicht alle, weil du sollst ja auch noch ein bisschen was davon haben. Achso. Sagte er und hätte mal nichts alle verbraucht. Gut. Dann schnell reise ich wieder zum Turm. Mein Bein schläft gleich ein. So. Hey, was blinkt hier so? Das ist ja irgendwie ein bisschen weird. Okay. Ich nehme mein Chillet. Meine zwei Daydreams.
Und dann stelle ich mich dem 10 Minuten Zeitlimit Turm des Rhein Syndicate am Bosskampf teilnehmen. Das ist leider nur für eine Person. Also werde ich mich jetzt zurücklehnen. Halt, stopp! Es ist nicht mehr. Mhm. Kommen Sie mit? Jetzt? So ganz unvorbereitet? Moment, da muss ich. Ich kann noch warten. Es ist herausfordernd 1. Ja, 1 von 4. Wahrscheinlich haben die Dudes einfach direkt diesen verschissenen Kampf gestartet und nicht richtig gelesen. Weil wenn du nämlich einmal nur klickst an Bosskampf teilnehmen, dann nimmst du erstmal teil. Und wenn du dann gedrückt hältst, dann wirst du wahrscheinlich erst in den Kampf reingeworfen. Dann hätte mich wirklich gewundert, wenn man den nur alleine machen könnte. Ja, das hätte mich nämlich genauso gewundert. Warte, ich komme noch einmal zurück. Wir schlafen noch einmal. Einmal sleepy sleep. I hear something. I hear something. Wo ist es? Wo ist es? Nein! Och nee! Ah. Nee. Was denn? Ich habe vielleicht einen Alpha-Lambal gekillt. Ich meine, ins Schlafen geschickt. War zu schwach. Ich dachte eigentlich, ich könnte drei Armbrustschüsse reinmachen, aber es waren nur zwei, die ich machen konnte. War zu viel, ne? Sieht irgendwie so fast so aus, als würde hier keiner das Weizen ernten, ne? Wird das Weizen eigentlich die ganze Zeit dann in die Mühle hier reingehämmert? Und dann wieder rausgeholt? Nee, ne? Würde ich mir wünschen. Nee. Ja, nee. Wird's nicht. Ich hab's jetzt mal. Ich hab die Mühle mal nochmal angestellt. So. Mein liebes Schätzlein. Würden Sie einmal ins Bettchen kommen? 22 Stunden. Ey, das wird ja richtig. Wie cool ist das denn, ey? Entzünden? Ah. Ich dachte schon gerade, ich kann irgendwie den Schreibtisch anzünden, aber dahinter war eine. Dahinter war so eine Lampe. Eieieiei. Ich bräuchte übrigens. Sicherheitseinstellung, okay. Ich kann das Ding hier abriegeln. Nice. Oh, ich kann auch noch einmal den da anmachen. Nice. Was bräuchst du, Nägel? Wie viele Nägel brauchst du denn? Soll ich einfach mal ein paar machen? Einen, um irgendwann mal meine Armbrust zu reparieren. Na ja, ich kann aber auch einfach. Ja, einfach hingehen und ein paar in Auftrag geben. Die werden ja eh dann gemacht. Machen wir so 20. Are you ready? Ja. Oder brauchst du die jetzt? Nee, alles gut. Ich dachte, ich krieg nur noch ein paar Pfeile fertig. Ja. Denke ich, habe ich alles, was ich brauche. Okay. Da bin ich jetzt echt gespannt. Und wenn es jetzt doch nicht gehen sollte, dann nehme ich wieder alles zurück. Wenn es aber gehen sollte, also, und dann bin ich böse. Es irritiert mich halt, dass so gar kein Level dabei steht und dann mal irgendwie sieht, wie schwer das im Endeffekt wird. Ja. Also es bleibt eigentlich nur reingehen und beten, dass es klappt. Ja. Quasi, ne? Quasi. Ich bin gespannt, was dann quasi, weil das Tutorial ist ja jetzt nur noch der Punkt da. Schaltet sich danach noch was frei? Ja, vielleicht ist danach noch was.
Das wäre echt cool, weil ich mag es eigentlich irgendwie so ein, zumindest so ein bisschen ein paar Quests zu haben, die ich erfüllen kann. Wobei mir die Palbox auch schon ziemlich gefällt, dass man da immer, immer mehr und immer bessere Sachen craften muss und dann halt quasi auch so ein bisschen, ist ja quasi wie so ein bisschen Tutorial, weil du an die Sachen rangeführt wirst, weil du die halt craften sollst. Okay, Nägel sind jetzt auch fertig. 20 Nägel sind produziert. Vielen Dank. Ich haue jetzt noch hier so ein paar Sachen in die Kiste. Zum Beispiel den Pelz und die antiken Bauteile, die ich von dem Alpha-Dingsbomben bekommen habe. Dabei. Naja. Kommt denn eigentlich? Wann kommt denn dieses Fließbandgedönsches? Alte Pistole. Oh Gott, 27. Der Generator. Hochwertiges Palöl. Was, wo kriegt man hochwertiges Palöl? Hast du den Springbrunnen jetzt? Springbrunnen? Oh, 100 Metallbar. Oh. Also ich glaube, das war mit der Farm für Metall gar nicht so schlecht. Weil ich glaube, wir brauchen verdammt viel Erz. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja. Aber wahrscheinlich brauchen wir dafür einen Pal, der halt schon ein 2 im Abbauen hat von Erz. Kann sein, dass wir dafür einfach vorher weiter erkunden. Ja. Vor allem würde ich auch gerne auch mal einen Kuchen machen, aber dafür haben wir auch noch nicht diesen Pal gefunden, der uns Milch gibt. Gut. Was soll's? Bist du schon da? Ah ja, du bist schon da. Sag doch was. Ich dachte, du wärst noch hier unterwegs. Dachte, sie wäre noch unterwegs. Warte auf dich. Okay. Wir ziehen in den Kampf. So, dann melde ich mal. Was ich jetzt nicht habe, ist eine Gigasphäre. So, also, am Bosskampf teilnehmen. Einmal drücken. Kannst du am Bot? Ja! Ja! Maggi. Das ist nicht Maggi. Das ist die Macht des Lesens. Ich halte, um an dem Bosskampf teilzunehmen. Bosskampf starten. Teilnehmer Nagrum und Little Cookie. Ich habe nämlich auch nichts in den Patch Notes gelesen, dass die das reingepatcht hätten. Was ist das? Oh, das sieht awesome aus. Erinnert mich gar nicht an ein anderes Spiel mit P. Okay. Okay. Wisbold. Erstmal. Nee. Patsch. Ja, der hat ein bisschen Leben. Eieieiei, den kann man doch bestimmt fangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hab keine. Ich hab Gigasphäre. Ja, ich hab Gigasphäre. Also, der ist. Ja. Ich will schon mal anvisieren. Was sagt der? 0,0% Fangchance. Eieieiei. Ich glaube, da geht's ja wirklich ums Fliegen. Der,
Der springt aber auch richtig viel rum, ey. Guck dir den mal an hier. Muss mir den mal von vorne angucken. Oh Gott, hier. Mein Spiel hat gerade geleckt. Huch, was hat der jetzt gemacht? Aber unsere Pals sind schon, unsere Pals sind eigentlich schon ziemlich gut dabei hier. Und er bekommt Chillet? Auf jeden Fall gut Damage. Also ja, ja. One-Shot-Material sind wir immer. Ja, na gut, wir haben ja jetzt auch bessere Rüstungen so. Ich habe ja auch schon 1250 Leben. Mag aber trotzdem. So, jetzt muss ich gleich. Oh, bei mir hat es auch gut geleckt. 0,0. Ah, ne, glaube ich, wird das nicht fangen, ne? Mit einer Gigasphäre 0,0. Aua. Ich bin bei 1750. Oh, der hat mich anvisiert. Scheiße. Ne, okay, man kann ihn nicht. Man kann also, wenn du hinter die Säulen gehst, kannst du ihm ausweichen. Versuch mal. Ne, ne, ich kann ihn nicht. Da hat Boss eliminated. Nice. 5 Antik-Technologie-Punkte. Nice. Nice. Das war besser als erwartet. Teilweise freischalten. Und dann noch einen Technologiepunkt hier bekommen. Nice. Frage ist nur, was zum Teufel macht man hier oben, außer runterfallen und Fallschaden kriegen? Na gut, wenn man einen Gleiter hat. Runtergleiten. Hätte ich jetzt behauptet. Ja, der hält ja. Geil. So oh, jetzt sieht man auch quasi ihr Bildchen hier. Cool. Okay, das Tutorial ist aber abgeschlossen. Okay, es gibt keine weiteren Dinger. Und ich konnte den jetzt auch fürs Verrecken nicht fangen. Also der war auf 0. Ich habe auch einen Ball geworfen und der ist direkt abgeprallt. Okay. Also. Dann wird es wahrscheinlich wirklich schwer. Oder du musst wirklich warten, bis du die epischen Awesome-Bälle freigeschaltet hast und dann nochmal hin. Kann natürlich auch sein. So, wie war. Das war knapp. Ja, es geht gut runter. Man kann den immer wieder machen, wie es aussieht. Man kann immer wieder den Bossfight hier machen. Cool. Find ich auch gut. Aber ich glaube, der gibt wahrscheinlich nur beim allerersten Mal so viele Antiktechnologie-Punkte. Okay. Sonst irgendwie, nee, sonst habe ich jetzt nichts bekommen, außer die. Dann pass mal auf, weißt du, was ich dann jetzt mache? Dann skill ich mal den kleinen Futterbeutel. Und ich skill den großen Futterbeutel. Den normalen Futterbeutel, den großen kann ich dann noch nicht skillen. Wenn du willst, kannst du die tragbare Laterne vielleicht mal skillen. Was mir auch gefallen würde. Das ist jetzt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja. Aber ich fühle mich besser darin, wenn wir jetzt so langsam mal gegen einen Marmorest fighten würden. Das ist halt Level 38, ne? Der da war jetzt Level. Ich habe nicht drauf geachtet. Nicht großartig. Immer Level 35 oder 33. Level 35 oder 33, sagst du? Ja, dass man sich so eine angenehme. War der Level 35? Nee, der war doch nur Level 20 oder so irgendwie was. Oder? Weil das Marmorest ist Level 38. Da steht ja. Lass mal gucken, ob es da noch ein anderes gibt. Weil ich hatte eben auch noch ein anderes. Okay. Gut, wir brauchen halt jetzt noch. Oh, ich bin. Nee, ich bin nicht kurz vor Level ab, ne. Ich hätte schon fast gesagt, lass doch jetzt noch ein bisschen erkunden gehen, so hinter der Kirche entlang, so dann auch ein bisschen lang mal gucken, ob wir irgendwie einen Pal finden, der hier zwei hat.
Das Ding ist, die brauchen halt Metallbarren, die Dinger. Das ist halt. Ja. Das ist halt ein bisschen kacke. Haben wir noch 40 normale? Weil viele Palbälle habe ich. Ich habe eigentlich viel zu wenig Palbälle. Ich hätte nämlich wirklich gerne. Ich würde gerne ausprobieren. Wirklich, wirklich gerne ausprobieren, ob wir es irgendwie hinbekommen, das abzubauen. Das Zeug. Ausbauen und abbauen. Immer wieder draufhauen. Was? Okay. Hier haben wir noch... Mehl? Hier, Mehl? Mehl, 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 Mehl. Ab in... Wenn ich das nächste Mal in einem Dungeon bin, sammle ich nur noch Palladium ein. Wir können auch in den Dungeon reingehen. Ich habe noch einen Dungeon. Vielleicht hat er Palladium. Dann gehe ich mir hier jetzt noch... Nee, ich würde lieber erkunden und Lager ausbauen. Oh, no. Na, oh, ich hab grad nen Kattiwa mit einer großen Sphäre gefangen. Ah, no, das war doch voll wasted. Nenn ich mal Ressourcen. Ach, Mann. Oh no. Oh, 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 oh. Hier haben wir noch ein Dinosaur. Oh, was ist denn das Tee? Au. Ja, doch schneller nach. Okay, 14% ist aber auch schon richtig, richtig mies. Selbst damit hat man 40 nur. Holy. Ja, komm, fangen wir es direkt damit. Das ist einfach 76%. Ist mir jetzt egal. Dinosaurs können, glaube ich, darf ich, glaube ich, dafür verwenden. Für Dinosaurs darf ich verwenden. Das ist keine Ressourcenverschwendung. Ich habe mir jetzt noch ein paar Kattiwas gefangen. Dann könnte man in eine Höhle reingehen. Ich nehme die ganzen Kattiwas mit, damit ich ganz viel Gewicht habe. Damit ich ganz viel abbauen kann. Nee, passt schon. Ja, doch. Also, ich will das ja. Ich würde jetzt lieber erkunden und gucken, dass wir Erz bekommen. Da kann man ja immer noch in den Dungeon gehen. Okay. Gut. Ja? Ja, mir ist egal. Mir ist das doch recht. So. Dann nehme ich noch mein Dire-Howl mit. Perfekt. Dann gehen wir einmal erkunden. Let's go. Ab zur Kirche. Nein! Ich hab anstatt WQ gedrückt und hatte noch die... Moment. Damn it! Oh, warte, hier unten sind noch ganz viele. Hier unten sind noch Sparkids. Will ich noch fangen? Habe ich noch keins. Hast du noch kein Sparkid? Ja. Doch nicht, ne? Ich hab vielleicht das Sparkid fast.
Was passiert, wenn man gleichzeitig auf ein Sparkit? Das Problem ist, ich habe mit dem normalen Bogen da drauf geschossen und du hast mit der Armbrust drauf geballert. Ich hatte gerade bei einem Level 6er, wo ich das vielleicht auf einen HP mit der Armbrust runtergeschossen habe. Das heißt, egal, ob ich drauf geschossen hätte oder nicht, du hättest das getötet. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen, ne? War auch nicht so hundertprozentig smart, aber naja, egal. Ich lauf schon mal hoch. Du wartest aber schon auf mich, ne? Ja, ja. Wenn ich da wieder bin. Das absolute Problem ist zu entscheiden, auf welcher Schwierigkeitsstufe du spielen sollst. Was bist du denn? Bist du Casual-Spieler? Bist du eher Hardcore-Spieler? Natürlich eher, wenn du ein Casual-Spieler bist, würde ich empfehlen, halt eine leichtere Schwierigkeitsstufe zu haben. Gibt's hier überhaupt Schwierigkeitsstufen? Die Einstellung? Also. Ich bin immer entweder nicht auf leicht oder auf normal. Ich gucke erstmal, wie es auf normal läuft. Und dann vielleicht gibt's die nur nicht auf dem Server. Also wir spielen halt gerade auf dem Server, also von da aus kann ich nicht sagen, welche Schwierigkeitsstufen es gibt. Welche gibt es denn? Mal austesten. Ich meine, am wichtigsten ist für mich immer, dass man Spaß hat. Und wenn ich dafür ein niedrigeres Schwierigkeitslevel nehmen muss, dann ist mir das auf jeden Fall sehr. Würde ich nicht Spaß. Ja. Bei der Erstellung der Welt. Ah, auf dem Server gibt's das nicht wirklich, Erstellung der Welt. Oh, ich hab die Abschlussbelohnung für Fixi. Also ich habe tatsächlich den Einzelspieler noch nicht ausprobiert bei Power. Ich nämlich auch noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich empfehle immer Mittel. Mittel ist immer gut. Ich habe keine Ahnung. Hallo, bleibst du bitte in dem Ball? Ich habe keine Ahnung, wie schwierig das Spiel werden könnte, wenn man das auf dem schwierigsten Schwierigkeit spielen würde. Ich glaube auch, der Server wird das wahrscheinlich auf Mittel eingestellt haben. Also ich gehe nicht davon aus, dass automatisch auf dem Server eine schwierigere Schwierigkeit herrscht. Und man kann sich auf dem Server durch die ganzen Einstellungen wahrscheinlich auch noch ein bisschen leichter machen. Ja. Und dann da drüben den Weg hoch? Ja. Ich hab hier unten. War hier unten schon mal? Ich glaube schon. Viermal so viel Schaden auf schwer. Ja, I mean, wenn dir das gefällt. Also, wenn du ein schwieriges Spiel haben willst, dann spiel auf sehr schwer. Also, basically, du kannst es ja mal austesten. Kann man das danach im Einzelspieler nicht nochmal zurückdrehen? Ja, wenn es vielleicht bei der Erstellung der Welt ist, wird es wahrscheinlich... Ja, weiß ich halt nicht. Ich habe halt keine Ahnung, ob man es vielleicht nochmal zurückdrehen kann, weil dann könnte man ja einfach mal auf viermal anfangen. Und wenn es einem zusagt, dann lässt man es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich denke, da kann man sich ja auch eher so an anderen Spielen orientieren. Das ist auch einem so ungefähr Richtung am liebsten ist. Mhm. Das auch wieder war, deine Pals bringen dann natürlich mehr was, weil die machen wahrscheinlich auch viermal so viel Schaden. Aber ich sag dir gleich, also wir haben jetzt gerade den Turm da gemacht. Und ich muss sagen, ohne Pals wäre der definitiv nicht machbar gewesen. Also ich glaube nicht, dass man das... Ja. Kann man anpassen. Ah ja, dann spiel doch. Achievements?
Kriegt man die auch nicht, oder was? Den kriegst du doch auf hart, oder? Hab ich dir den jetzt gestealt? Ja. So, wie lange ist denn da? Dann, wenn du bestimmte Achievements nur auf sehr, sehr schwer bekommst, dann fang doch damit an und probier, ob dir das gefällt, oder? Lippmungs. Lauf nicht. Achievements können verhindert werden? What? Das wäre ja... Das wäre mir sehr neu. Also jetzt allgemein bei Spielen wäre mir das sehr neu, dass Achievements verhindert werden, je nachdem welche Spielanstellung du hast. Also welche Schwierigkeit du hast. Wir sind glaube ich wieder... Sind wir wieder zurück? Nee, oder? Doch. Das ist neu, oder? Weiß ich nicht. Ah, es gibt geheime Achievements. Geheime Achievements, die du nur bei einer bestimmten Schwierigkeitsgrad machen kannst? Das wäre ja wild. Ruhe. Ruhe. Oh no. Ja, wenn die Achievements wichtig sind, dann go für den schwierigen Schwierigkeitsgrad. Dann arbeite dich an die Achievements ran. Hau raus! Du! Wenn wir gleich eine Statue nochmal finden, zum Schnellreisen. Wenn wir einmal schnellreisen und du skillst die Laterne. Können wir gerne machen. Ich bin gerade noch belevelt. Ja, von Level 25 natürlich. Ja klar, na gut, mir fehlt auch nicht mehr so viel. Ja gut, das stimmt. Ja, das weiß ich auch. Also Achievement-based an der Spielschwierigkeit, ja, aber ich... Also soweit ich weiß, also meine Erfahrung mit Spielen ist halt, wenn du den höchsten Schwierigkeitsgrad nimmst, schaltest du die anderen auch frei, solange... Oh, was ist denn das für ein Vieh? Glaube ich, solange du... das mit dem höchsten durchdings. Floppy! Ich wusste es doch. Ja, du kannst es so haben. Cute. Nehm es dir. Warte, das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel hält es aus. Es hält sehr viel aus. Es hält sehr viel aus. Es macht auch sehr viel Damage. Es tut sehr viel, ich muss nachladen. Möchte dir den Weg. Warte. Kurz hier. Greif mal bitte mein Ziel an. Du musst gleich mal hinter dich gucken. Aber mach zuerst das hier. Ja. 10. Okay, wir kommen glaube ich gar nicht mehr. Wir kommen glaube ich gar nicht mehr wirklich drumrum. Hey! Hallo? Ha. Ja. 18%. Ja? Da sind hier in der, ja, Gegend der grünen Sphären. Ja, definitiv. Also, 100%ig. Wie zeigt sich das online? Online, mega. Mega. Alle Base Locations aufgebraucht sind. Was meinst du mit Base Locations aufgebraucht? Elfidran? Halli, hallo, Hallöchen. Willst du die da haben? Ich hab. Was ist meine Fackel? Meine Fackel. Was meinst du mit Base Locations aufgebraucht? Oh, nice. Und online ist wirklich sehr, sehr geil. Also auch das Aufsetzen des Servers ist mega einfach eigentlich. Also so wie man es halt früher, also na gut, ist halt ein bisschen wie man es früher kannte. Man muss halt einen Server aussetzen, die Ports freischalten und dann kann jeder spielen mit der Public IP. Aber da ich und meine Freundin sowieso im selben Netzwerk sind, ist das nochmal einfacher. Ich muss nur den Server anmachen und das war's. Mhm.
Also ich finde es auch cool, ja, dass man sich so ein bisschen ergänzen kann. Auch mit dem, Skill, genau, mit dem Skillen von Technologien finde ich auch mega. Obwohl, ich glaube, also ich könnte halt auch alles skillen. Also ich hätte jetzt keine Technologieknappheit. Er schläft. Ja, der schläft, aber der ist Level 30. Schatz, der ist Level 30. Und nur ich habe die geilen Sphären. Das heißt, wenn... Also, na gut, wäre sowieso, glaube ich, meine... spielt das eine Rolle, IPv4 zu haben? Beziehungsweise nicht, weil ich glaube, du kannst auch... eine IPv6 dort eingeben, oder? Also ich habe es jetzt noch nicht probiert. Dass das Freunde sein können, ne? Was? Nee, die waren doch... Nee, die waren keine Freunde. Die waren auch ziemlich schnell besiegt. Cinemoth! No! Denn hier? Da mal Richtung Heuchlerhügel gehen. Das ist vielleicht so ein Schnellreisepunkt. Du kannst den Port, die das Spiel standardmäßig listet, ändert, wenn du den Server startest. Du kannst die Ports per Konfiguration abändern. Und ja, ich weiß nicht, ob die IPv6 können. Also, das muss man mal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht probiert. Ist hier eine Statue? Ja, da ist eine Statue. Wollen wir mal zu der gehen? Wo ist denn die? Du rennst schon hin, ne? Versuche mich zu orientieren.